Zum Geld. Auch wenn, wie jetzt in der Euro-Staaten-Schuldenkrise, gerade mal keine aktuelle Spitze erreicht ist, stehen gewaltige Summen wie ein Deich am Ufer der Finanzströme. Immer im Risiko, überspült zu werden. Und dann können auch 700 Milliarden Euro großteils weggeschwemmt werden. Mehr als ein Drittel, mehr als ein Viertel dieser unvorstellbaren Summe aus Deutschland. Darf die deutsche Regierung europäischen Institutionen so viel Geld so bedingungslos anvertrauen? Bei dieser Frage geht es um die Fundamente des Euro. Und darüber verhandelt jetzt das Bundesverfassungsgericht. Zwei der erfahrensten deutschen Beamten spielen dabei Hauptrollen. Der eine auf der einen, der andere auf der anderen Seite. Beide sind Insider des EZB-Systems. Günther Neufeld beobachtet das Duell der beiden, die eigentlich Freunde sind. Eigentlich. Jens Weidmann, Präsident der Bundesbank, begrüßt seinen Kontrahenten, Jörg Asmussen von der Europäischen Zentralbank. In Berlin haben sie einst zusammengearbeitet, Weidmann als Berater der Kanzlerin, Asmussen als Staatssekretär bei Peer Steinbrück. Die Richter hatten sie als Experten geladen, auch zum Euro-Rettungsfonds ESM. Den hatte Karlsruhe nur vorläufig genehmigt, doch dabei dürfte es bleiben. Schon die erste Prüfung war gründlich. Auf diesen festen Grund können wir heute aufbauen. Offen dagegen eine andere Frage. Die Europäische Zentralbank will bei Bedarf Staatsanleihen von Krisenstaaten kaufen. Dagegen klagt unter anderem die Bürgerinitiative Mehr Demokratie. Die EZB ist demokratisch nicht legitimiert und würde auch nicht haften, sondern letztlich würden die Steuerzahler haften. Das Problem, wenn etwa Italien sich Geld borgen möchte über die Ausgabe von Staatsanleihen, dann darf die EZB nicht helfen. Die Finanzierung von Staatsschulden ist ihr verboten. Der Plan der Eurobanker, sie wollen Staatsanleihen auf dem Umweg kaufen über private Investoren. Das heißt, die Investoren kaufen Italien die Anleihen ab und verkaufen sie weiter an die EZB. Somit hat die kein Geld an Italien überwiesen, nur an die Zwischenhändler. Wissen Sie, das ist im Grunde ein Umgehungstatbestand. Mit dem gesunden Menschenverstand kann man das nicht mehr nachvollziehen. Bundesbankpräsident Weidmann und EZB-Direktor Asmussen, vor den Richtern traten sie gegeneinander an. Weidmann warnte davor, den Staaten das Schuldenmachen zu erleichtern. Entscheidend ist, dass die Probleme und Lösungen bei den Mitgliedstaaten liegen. Asmussen, man wolle ja nur solchen Staaten helfen, die Sparauflagen des ESM befolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Reformdruck auf die betroffenen Staaten hoch bleibt. Weidmann, ein Krisenstaat könnte zahlungsunfähig werden. Dies könnte erhebliche Risiken für den Bundeshaushalt begründen. Asmussen, das sei unwahrscheinlich. Die Risiken des Nichthandelns wären größer gewesen. Vor den Kameras wollte Weidmann sich nicht äußern, sein Gegenspieler schon. Wir sind fest davon überzeugt, dass das, was wir getan haben, innerhalb des Mandates liegt, nämlich Preisstabilität zu erzielen, innerhalb des Mandates, das uns die Mitgliedstaaten der Eurozone auch gegeben haben. Gerichtspräsident Voskuhle und seine Kollegen werden sich Zeit nehmen für die Beratungen. Bis zu einem Urteil kann es noch Monate dauern.